Am vergangenen Wochenende hat das Löbauer Skoda Autohaus Henkel zu einer ganz eigenen Premiere des neuen Superb eingeladen. Freunde und Kunden des Hauses sollten mit ihrem eigenen Fahrzeug anreisen, hieß es geheimnisvoll in der Einladung. Vor Ort erhielt jeder Skoda eine eigene Startnummer. Und nach einer kurzen Einweisung und mit einem Roadbook ausgestattet, ging es für die Teams auf Tour. 3 Stationen mussten bis zum Zielpunkt angefahren werden. Schon im Hof der Landtechnik Oberlausitz staunte so mancher nicht schlecht. Da waren Zahlen und Fakten gefragt. Schließlich ging es um wichtige Punkte für den Gesamtsieg. An der nächsten Station, dem Wanderparkplatz Dolgowitz, sollten die Teilnehmer vor allem ihre Einparkqualitäten nachweisen. So, ich schreibe mir kurz die Nummer. Das ist die 40. Genau. Machen wir folgendermaßen. Die Mutter muss aus sein. Und angeschnallt ist richtig. Das ist die VZO. Und sobald sie starten, läuft die Uhr. Das heißt, ich setze zurück. Ich drücke auf Start, wenn der Motor läuft. Dann vorwärts und der kürzeste Weg, wie sie immer einparken, also wie die anderen schon gemacht haben. Und wenn er waagerecht drinne steht, einigermaßen waagerecht drinne steht, Zündschlüssel raus in die Luft und dann stoppe ich. Gut. Okay. Und hat alles funktioniert. Wir bedanken uns. Ansonsten den Rest hat er wirklich in einem Zug hingekriegt. Ganz ja, nur davon wäre das schon ein schöner Kratzer geworden. Ja, ja, genau. Aber wir sind ja zum Spielen da. Na, alles klar. Jetzt sind die Frauen beim Autofahren filmen. Müssen wir ja aufpassen. Die Auto fahren können. Den brauchen wir gar nicht, hä? Also Respekt, wirklich. Ehrlich? Ja, mein Respekt. Gut. Der letzte Abschnitt der Tour führte dann direkt auf den Löbauer Berg. So viele Fahrzeuge aus dem tschechischen Nachbarland hatte der gusseiserne Turm in seiner langen Geschichte auch noch nicht auf einem Fleck gesehen. Dann war es schließlich soweit. Das neue Modell aus dem Lada Boleslav wurde feierlich enthüllt und von den Gästen des Tages ausgiebig in Augenschein genommen. Der Superb ist eigentlich schon immer das repräsentativste, größte Fahrzeug gewesen. Skoda war 1934 Marktführer bei repräsentativen Limousinen. Der Superb war in vielen Königshäusern bei Regierungen vertreten und wurde erst durch den Kriegsausbruch in seiner Entwicklung gebremst. Im Jahr 2002 hat sich die Skoda-Regierung, die Skoda-Werke, an die große Tradition repräsentativer Limousinen erinnert, diesen Namen wiederbelebt mit dem überaus erfolgreichen geräumigen Superb 1, der 2008 durch das jetzt aktuelle Modell abgelöst wurde. Und dieser wurde als Limousine und Kombi erstmalig gebaut und nun 2015 in der größten, luxuriösesten, mit den meisten Assistenzsystemen versehenen Versionen abgelöst, der auch im Herbst, im September ganz genau, wieder als Kombi auf den Markt kommen wird. Was sind denn die Alleinstellungsmerkmale? Die Alleinstellungsmerkmale sind wie immer Simply Clever Ideen von Skoda, allein in der Superb Limousine 29 an der Zahl, im Kombi sind es sogar 31, ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis und man kann inzwischen sagen, dass Skoda in der Oberklasse angekommen ist, selbst der Stern war kein Hindernis im letzten Vergleichstest. Und noch eins. Einen Gewinner hatte die kleine Rallye dann auch. Familie Dampzock aus Niederkunnersdorf darf sich auf ein Wochenende mit dem neuesten Modell aus dem Hause Skoda freuen. Dankeschön. Danke.